Unser kleines Mädchen. Das ist unsere Chance. Wir werden ein Kind adoptieren. Hier sind eure Adoptionskandidaten. Mal sehen. Oh, so süß. Aber nein. Nein. Was ist das denn? Bist du das? Ich bin der Coolste, oder? Nein. Wie auch immer. Oh, Wednesday. Das passt sogar zum Tag. Das muss ein Zeichen sein. Wednesday, sie ist unsere Tochter. Kleine, hier ist dein Zimmer. Willkommen zu Hause. Tada! Was sagst du? Und hier ein Einhorn oder was? Familienumarmung. Du magst keine Umarmungen. Na gut, das ist deine Schwester, Polly. Ah, meine Schwester. Wir werden beste Freundinnen sein. Wir werden so viele Schwestern-Sachen zusammen machen. Ich mag dich jetzt schon. Wir werden zusammen auf Partys gehen und Lieder singen und spielen. Klingt lustig, oder? Ah, lass uns Tee trinken. Ja, ich hole ihn. Oh Mann. Was ist das denn? 50 Shades of Black. Meine Lieblingsfarbe. Was? Nein, nein, nein. Stopp. Geh nicht auf meine Hälfte. Wie gemein. Okay. Das werden wir ja sehen. Dan, sieh mal. Was? Gut gemacht. Gute Hand. Beeil dich. Ich zeig dir die Schule. Hier ist dein Spind. Tada! Ich habe ihn selbst dekoriert. Ja, das sieht man. Mein schlimmster Albtraum. Eiskaltes Händchen. Du weißt, was zu tun ist. Schwarz? So düster. Das ist perfekt. Schrecklich. Oh, Sio. Darf ich zu deinem nächsten Training kommen? Ich liebe es, dir beim Spielen zuzusehen. Vielleicht lädst du mich sogar zum Ball ein. Weg da, du rote Mütze. Wer bist du, geheimnisvolle schwarz-weiße Fremde? Ich bin Sio. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich freut es aber nicht. Oh, deine Hand ist so weich. Bye. Was? Was ist das? Noch eine Zombie-Apokalypse? Friss nicht mein Gehirn. Immer mit der Ruhe. Dein Gehirn wird den Zombies eh nicht schmecken. Sio, ist alles okay? Ups. Polly, du bist es. Ich muss gehen. Sehe ich gut aus? Okay. Oh, endlich. Komm rein, Sio. Oh, wie süß. Ich liebe Blumen. Gib sie zurück. Die sind nicht für dich. Dieser Strauß ist für Wednesday. Der ist für dich. Das ist ungerecht. Hier, Wednesday. Gehst du zu einer Beerdigung? Eiskaltes Händchen. Bye. Was? Warum machst du das? Hey. Huh? Sie sind zurück? Ein Strauß-Bumerang. Cool. Sieh mal, Wednesday. Hey, Wednesday. Oh. Was für ein Date. Oh, Sio. Wir werden irgendwann zusammen sein. Was? Ich tue so, als ob ich nicht da wäre. Was dagegen? Schreckliche Träume für mich. Warum bist du so fies? Ich muss das ändern. An die Arbeit. Was? Meinst
Christel. Schätzchen, geht's dir gut? Du bist sowas von erledigt, Polly. Futterwerkzeuge ist schon seit der Grundschule mein Lieblingsbuch. Ups, ich muss los. Danke fürs Frühstück. Oh, die Mädchen spielen zusammen. Das ist so süß. Eine Talentshow. Mein Talent ist es, Klamotten zu entwerfen. Schauen Sie sich das an. Ich habe es gemacht. Dieses Kleid sieht aus wie ein Zitronenkuchen. Und das hier wurde von einem Donut inspiriert. Niedlich, oder? Bei diesen beiden kann ich mich nicht entscheiden, was besser ist. Ich bin ein Mode-Genie. Bravo! Du bist so talentiert. Danke. Der nächste. Theo, komm nach vorn. Ich? Na gut. Zeig uns dein Talent. Das ist einfach. Mein Talent ist es, süß zu sein. Hey. Sehen Sie? Da kann keiner widerstehen. Oh Mann. Danke, Theo. Dein Talent ist wirklich einmalig. Theo, du bist der Beste. Danke, Theo. Es reicht. Hör auf. Gib mir den Film und setz dich hin. Wednesday, du bist dran. Ihr könnt was erleben. Für eine Angeberin. Wow, das ist ein angesagter Trend. Mein Lieblingstanz. Ich gehe zuerst ins Bad. Sei nicht traurig. Es dauert nicht lange. Du wirst gleich wieder rauskommen. Oh, ich liebe Schaumbäder. Wie wär's mit einem Piranha-Bad? Warum schreist du so? Die sind doch nicht echt. Rechter Fuß auf Gelb. Komm schon, Polly. Ich bin soweit. Dad, du wirst verlieren. Oh, Wednesday. Willst du mit uns Twister spielen? Komm schon, das macht Spaß. Nee, das ist zu lebendig und bunt. Nein. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Wednesday, wir haben extra für dich schwarze und graue Kreise hinzugefügt. Rechte Hand auf Schwarz, Polly. Los, ich bin in deine Hälfte eingedrungen. Jetzt ist Wednesday dran. Linke Hand auf Rot. Ja, komm schon, Wednesday. Oh, du kommst nicht dran. Das heißt, du hast verloren, Loser. Ich verliere nie. Hey, du schummelst. Au! Sei keine Spielverderberin. Das hat doch Spaß gemacht. Oh, die sind so süß zusammen. Oh, Schlafenszeit. Es ist Zeit für die Rache. Was? Ich stehe ja schon auf. Wo bin ich hier? Ist das ein Sarg oder was? Wednesday, wie konntest du nur? Das wirst du noch bereuen. Stopp, wie wär's mit einem Kissenduell? Klingt gut. Dann nimm das.
Sio, ich bin verrückt nach dir. Sieh dir das an. Du bist erbärmlich. Oh, Sio, ich mag dich ja so. Gib es zurück. Wir werden Sio davon erzählen. Und auch der ganzen Klasse. Jeder wird über dich lachen. Nein, bitte nicht. Das ist eine schlechte Idee. Oh, noch ein Freak. Hau ab. Eiskaltes Händchen. Was für ein süßes Herz. Ups, ich habe es aus Versehen zerrissen. So ein Pech aber auch. Nein, bitte nicht. Lass Sio in Ruhe. Was ist los mit dir, Wednesday? Eine Hand. Eine abgetrennte Hand. Hier, das gehört dir. Oh, Wednesday, danke. Ich hab dich auch lieb. Hey! Oh, eiskaltes Händchen. Was gibt's? Was? Siehst du das da drüben? Was ist das? Oh, stimmt. Es ist ein ganz normaler Tag an der Monsterschule. In unserer Klasse haben wir eine Mumie, einen Werwolf und Poison Ivy, ein Kind der Natur. Nicht schummeln! Das ist unsere Lehrerin. Eine echte Hexe. Gute Arbeit, Mumie. Der Unterricht beginnt. Hi, Kumpel. Du musst auf deinen Schwanz achten, wenn du auf der Monsterschule bist. Der ist so flauschig. Mein Schatz. Schneidet ein Werwolfschwanz aus Kunstfell aus. Befestigt die Enden und klebt einen Reißverschluss ein. Befestigt ein Karabiner an einem Ring. Hey, wo ist mein Schwanz geblieben? Oh, nicht schon wieder. Passt lieber auf. Oh, ihre Hormone spielen wieder verrückt. Beruhig dich, Werwolf. Hey, beruhig dich. Hier, ich habe etwas für dich. Schau mal, was ich gefunden habe. Dein Schwanz. Puh, der Werwolf ist wieder ein Mensch. Oh, der Werwolf hat ihre Schulsachen darin verstaut. Jetzt können wir mit dem Unterricht beginnen. Wollt ihr was naschen? Irgendwo hier war doch ein Bleistift. Oh, er ist auf Ivys Schreibtisch. Autsch. Aber hier gibt es ein Sicherheitssystem. Ein Anspitzer mit einer Fliegenfalle bewacht ihren Schreibtisch. Knetet Fimo und wickelt einen Anspitzer hinein. Formt dann Zähne. Klebt die andere Hälfte auf. Es soll wie eine Fliegenfalle aussehen. Backt die Stücke dann kurz im Ofen. Benutzt jetzt Acrylfarbe. Gut gemacht, mein Baby. Die Diebe haben es nicht anders verdient. Du bist mein tapferes Baby. Die Mumie will einen Streich mit ihrem Skarabäuskäfer spielen. Na komm, mein kleiner Käfer. Wir haben noch viel zu tun. Zerkleinert Wachsmaler und legt sie in eine Skarabäusform. Schmilzt die Wachsmaler in der Mikrowelle. Wartet, bis der Käfer ausgehärtet ist. Und entfernt ihn dann. Befestigt eine Schnalle an einem Kunstlederstreifen. Klebt auch einen Riemen auf. Stecht Löcher mit einer Ahle ein. Befestigt den Skarabäus am Streifen. Bestreicht ihn mit silbernem Puder. Während Miss Witch schläft, schreibe ich Loser auf ihre Stirn. Schau mal, was die Mumie macht. Dass sie sich das traut. Mumie, du musst wohl noch Grammatikunterricht nehmen. Es gibt nur ein O in dem Wort Loser. Du bekommst eine 6. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Wo ist mein Wolfs-Smartphone? Höre ich das alte Ägypten? Beschichtet eine Handyhülle mit weißer Acrylfarbe.
schattiert ein ausgedrucktes Bild eines Wolfes mit einem Bleistift auf der Rückseite. Verfärbt das Bild und benutzt dann Acrylfarben. Klebt auch Pelzohren darauf. Mumie, du hast eine Nachricht. Aber der Werwolf hat immer noch die beste Handyhülle. Mädels, gebt mir eure Smartphones. Jetzt sofort. Oder ich werde euch verzaubern. Gut, Miss Witch. Ivy hat ein Geschenk für Miss Witch vorbereitet. Es ist die schönste Hakenlilie. Befestigt die Blätter aus Fimo an einem Bleistift. Befestigt ein Stück Fimo an einem dünnen Draht. Das soll das Staubblatt sein. Backt die Blätter, den Stiel und einige Staubblätter kurz im Ofen. Schneidet Blütenblätter aus Schaumgummi aus. Formt sie mit einem Glätteisen. Baut eine Blume zusammen und setzt die Staubblätter ein. Deckt die Basis mit Schaumgummi ab. Klebt auch ein Stiel ein. Und befestigt die Blume am Bleistift. Fügt auch Blätter hinzu. Und bestreicht den Bleistift mit Acrylfarben. Erstellt ein Muster auf der Blume. Wer hat diese Blume hier hingelegt? Warst du das, Ivy? Was soll ich damit machen? Schreiben? Ich habe eine bessere Idee. Mir hat noch eine Zutat für meinen Trank gefehlt. Ab in den Topf damit! Danke für die Blume, Ivy. Mittagszeit. Jeder hat ein anderes Menü. Und die Mumie hat einen ganzen Sarkophag. Was hast du für mich, Pharao? Befestigt eine Fimo-Figur an einem Bild eines ägyptischen Pharaos. Drückt mit einem Modellierwerkzeug die Details ein. Beschichtet die Figur nach dem Aushärten mit weißer Acrylfarbe. Fügt Details mit einem Bleistift hinzu und färbt es mit Acrylfarbe. Klebt die Figur auf den Deckel. Und schließt die Schale mit dem Pharao-Deckel. Wow, die Mumie hat einen ganzen Kühlschrank in ihrem Sarkophag. Wie kam das denn da alles rein? So viel Essen! Ein Sarkophag ist eine großartige Brotdose. Ew. Mumie, wie willst du das alles essen? Ja, na klar. Mumien essen viel und nehmen nicht zu. Sie hat aber Glück. Wir schreiben heute einen Geschichtstest. Schreibt alles in eure Notizbücher. Und Poison Ivy hat ein spezielles grünes Notizbuch. Schneidet ein Skizzenbuch zurecht, damit ihr ein Efeublatt erhaltet. Macht Blattadern mit Heißkleber. Und benutzt grüne Acrylfarben. Ivys Notizbuch ist so magisch. Jedes Monster denkt, es sei ein normales Efeublatt. Ich kann nicht abschreiben. Mumie, kannst du etwas sehen? Hier gibt es nur Gras. Ivy, das ist ein großartiger Schutz vor dem Abschreiben. Der Werwolf hat eine magische Pfote. Hi, Ivy. Deine Pfote ist abgefallen. Stellt eine Wolfspfote aus Fimo her. Deckt die Oberseite mit Kunstfell ab. Färbt die Pfote mit Acrylfarbe. Wickelt deinen Stift in Kunstfell ein und klebt den Stift auf die Pfote. Hier, Mumie! Oh, wie nett! Ein neuer Stift? Du hast Werwolfspfote? Hört auf zu schreien, sonst verfluche ich euch! Die Schüler müssen jetzt ihre Eltern zeichnen. Der Werwolf zeichnet einen Wolf. Ivy zeichnet eine giftige Pflanze. Und die Mumie zeichnet Kleopatra, aber ihr fehlen noch Bandagen. Meine Pyramide wird mir dabei helfen. Schneidet ein Pyramidenlayout aus Pappe aus.
ritzt die Details mit einem Messer ein. Baut die Pyramide zusammen und benutzt Kleber. Versteckt dein Korrekturroller. Trag mit Heißkleber Streifen auf die Seiten der Pyramide auf. Ihr solltet Steine erhalten. Färbt die Pyramide mit goldener Acrylfarbe. Mädels, gebt eure Zeichnungen ab. Moment, ich bin gleich fertig. Pyramiden helfen Mumien immer. Das Porträt ist fertig. Hier ist meine Mutter. Die Mumie hat es geschafft.